Dirk, neben dem Moterra als EMTB habt ihr auch noch ein ganz besonderes Schätzchen dieses Jahr, was ganz, ganz neu ist, nämlich, was habt ihr da? Das Habit Neo, das ist unser neues Trail- und Touren-E-Mountainbike mit hinten 130, vorne 140 mm Federweg. Das Rahmendesign ist ähnlich wie beim Moterra, aber wir haben es eben etwas entspannter, nicht ganz so abfahrtsorientiert gestaltet und es ist sozusagen der kleine Bruder vom Moterra. Der kleine Bruder vom Moterra, süß. Okay, du hast gesagt, nicht so abfahrtsorientiert, das heißt, wir haben auf jeden Fall weniger Federweg, das wird sich aber auch in der Sitzhaltung widerspiegeln, oder? Ja, also man sitzt einen Tick aufrechter, einen Tick tourenorientierter. Wir haben eben auch von der Bereifung nicht ganz so grobstollige Reifen, sondern eben die Maxxis Recon, die eben auch etwas niedrigeren Rollwiderstand haben und insgesamt eben ein sehr universelles E-Mountainbike. Womit ich auch mal eine Offroad-Tour fahren kann, aber auch mal einen S1-Trail runter kann. Genau, ja. Vom Motor her habt ihr auch den neuen Bosch CX da drin. Genau, wir setzen bei allen vier Modellen auf den neuen Bosch Performance CX Generation 4 und verbauen je nach Modell eben 625 oder 500 Wattstunden Akkus, wobei alle vier Modelle eben für beide Akkugrößen kompatibel sind. Okay, das heißt, ich kann auch nachträglich den Akku tauschen? Ja, also man kann nachträglich auch eben aufrüsten auf den großen 625 Wattstunden Akku, das ist möglich. Okay, das ist schon mal sehr schön, wenn ich irgendwann merke, die Reichweite ist dann vielleicht doch nicht das, was ich auf meinen normalen Touren brauche. Wenn ich jetzt jemand bin, ich weiß, ich will ein Mountainbike, aber ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was für mich passend ist. Wann entscheide ich mich fürs Habit, wann entscheide ich mich fürs Moterra? Ja, also wenn man definitiv weiß, dass man viel wirklich in den Bergen unterwegs ist, auch längere Abfahrten fahren will und ein sehr potentes Fahrwerk haben möchte, dann ist das Moterra das Bike der Wahl. Wenn man wirklich eher im gemäßigten Gelände unterwegs ist, vielleicht auch noch mehr Wert legt auf Gewicht, wobei Gewichtsunterschied zwischen Habit und Moterra ist ungefähr 1 Kilo, was hauptsächlich eben aus den Reifen und der Gabel herrührt. Aber ja, für den, der nicht so ins extreme Gelände gehen möchte, für den reicht auch das Habit. Wunderbar. Ich finde, es ist ein klasse Bike. Es sieht gut aus, genauso wie das Moterra und schließt, glaube ich, auch eine Lücke bei all euch da draußen, die vielleicht nicht ganz so ins Extreme wollen, aber trotzdem ein vernünftiges und leistungsfähiges Mountainbike haben wollen. Ja. Danke, Dirk.